Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Folgendes hat sich zugetragen. Ich habe mal wieder eine große Klappe gehabt und habe Folgendes behauptet. Und ich glaube, ich finde die Szene noch irgendwo und werde sie jetzt hier mal reinschneiden. Ist eine Szene aus dem Keller. Nee, ist in der Garage. Die ist zu weit weg. Viel zu weit weg. Ist viel zu warm, um in die Garage zu gehen. Da muss man zwischendurch unterm Himmel vorbei. Nein, ich hätte gerne einen Tunnel zum Wald. Das wär's. So Keller, Tunnel in den Wald, zum Wald graben und dann da erst hochkommen. Wie weit wäre denn so ein Tunnel? Naja, also Luftlinie bzw. Tunnellinie. Tunnellinie ist ja Luftlinie. Müsste ich das eigentlich mit 250, 300 Metern fast schon schaffen? Vielleicht fange ich mal an zu graben. Wenn mir jemand demnächst eine Spitzhacke schenkt, dann wissen wir wieso. Leute, ich brauche keine Spitzhacke, ja? Nein! So, ich baue mal um. Ja, und selbstverständlich war jemand so lustig und war der Meinung, schickt mir eine Spitzhacke ernst zu nehmen. Ich hatte gedanklich an irgendeine große, fette Spitzhacke gedacht und bin davon ausgegangen, dass ich demzufolge nie eine bekommen werde, weil man sowas nicht verschicken kann. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es auch kleine Spitzhacken gibt. Ich habe also allen Ernstes eine Spitzhacke bekommen und das ist übrigens nur zur Hälfte ein Gaggeschenk. Ehrlich gesagt finde ich die richtig cool und für irgendwelche kleinen Grabungsarbeiten im Walde, ne, die ich ja hin und wieder mal durchführe, zwecks Bodenprofil zum Beispiel, kann ich die echt gut brauchen. Also das ist wirklich ein Gegenstand, der auch praktischen Nutzwert für mich hat. Ansonsten ist es halt schon ein guter Gag. Ne? So, und da ich jetzt behauptet habe, ich grabe mir einen Gang zwischen Wald und Keller, fange ich da hinten mal an. Ja, hallo und herzlich willkommen im Ben Stollen. Man sieht Ben nicht gut. Ben geht mal ans Ende. Also, ich bin inzwischen schon recht weit gekommen, mit der Spitzhacke einen Gang in meinen Keller zu graben. Also so eine Direkt-Wald-Keller-Connection. Aber noch nicht ganz fertig, wie man sehen kann. Hier habe ich jetzt, weil ich mal zwischendrin Pause machen wollte, eine massive Wand eingezogen, weil Stollen sonst ein bisschen instabil ist. Hier kann man ja sehen, da ist bereits ein Balken umgeflogen. Aber ich mache jetzt mal weiter, sonst komme ich ja nie im Keller raus. Könnte noch eine Weile dauern. Kinder, solltet ihr auch einen Stollen im Wald haben, geht am besten gar nicht erst rein. Falls doch, erzählt euren Eltern nichts davon.
Und wenn ihr reingeht, dann besorgt euch verflixt nochmal eine Taschenlampe und kommt nicht auf die Idee, da drin Feuer zu machen. Das ist nämlich potenziell tatsächlich gefährlich, weil A, braucht das Feuer Sauerstoff, da könnte wenig sowieso schon drin sein. Und B, Kohlenmonoxid oder sonstige lustige Gase können sich halt eben durch die Verbrennung entsprechend bilden. Allein die Verbrennungsgase der meisten Brennstoffe, die man da drin so anzünden kann, sind nicht besonders gesund. Und gerade Kohlenmonoxid kann ziemlich tödlich werden, insbesondere wenn da halt keine gute Belüftung in dem Stollen herrscht. In meinem Stollen hier gibt es mehrere Ein- und Ausgänge, deshalb gibt es da immer einen gewissen Zugluft, auch wenn ich hier jetzt in so einer Nische bin. Das heißt, das Risiko ist relativ überschaubar und ich bin da auch wirklich nur ganz, ganz kurz, nämlich bloß für diese Szene drin gewesen. Also ein bisschen vorsichtig sein, nicht unbedingt nachmachen und das Ganze sowieso nur Blödsinn, ne? Also auch nicht so ernst nehmen. Danke. Und jetzt muss ich aber echt raus, bevor ich Kohlenmonoxidvergiftung bekomme. Oh. So. Jetzt habe ich mich leider ein kleines bisschen beim Graben vertan und bin im Heizungskeller drüben rausgekommen. Eigentlich wollte ich hier direkt in den Bennkeller mich graben, aber das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Naja, nicht schlimm, hab den Heißwasserboiler gerade noch so verfehlt bei der Hackerei. Fast hätte ich da noch reingehackt, aber ja, da war die Wand ja schon zu Ende. Ursprünglich wollte ich eigentlich auch aus dem Boden hoch mich arbeiten, aber das hat halt auch nicht ganz funktioniert. Naja, jedenfalls habe ich jetzt einen fast direkten Waldzugang, Heizungskeller, Wald. Ne? Den Stollen haben wir ja gesehen, durch den es durchgeht und so sieht das halt eben jetzt entsprechend aus. Habe überall noch schöne Fackeln an der Wand installiert im Stollen, damit ich dann auch gut immer bei zu heiß oder bei Regen einen direkten Waldzugang habe und das spart natürlich in Zukunft viel Zeit und viel Arbeit. Also herzlichen Dank für die Hacke, hat prima funktioniert und die werde ich weiterhin sehr in Ehren halten. Sie kriegt irgendeinen schönen Platz vielleicht. Vielleicht hier. Ja, ich glaube, da ist ein guter Platz. Ne? Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.